Das Wort hat nun Kollegin Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung will ja in diesem Monat also ganz schnell ein Energiepaket durchpeitschen, von dem sie ja behauptet, die Klimaziele würden damit befördert. In Wirklichkeit geht es um eine Laufzeitverlängerung von AKWs und es geht um Profite für die großen Konzerne und nicht vordringlich ums Klima. Jetzt liegt ein Antrag der SPD-Fraktion vor. Zwei liegen ja schon vor, einer der Linken, einer der Grünen. Und ich sage, da gibt es schon eine große Einigkeit. Die Notwendigkeit wird erkannt. Und dann noch mal die Frage, warum brauchen wir denn so ein Klimaschutzgesetz? Weil momentan die Klimaschutzziele eigentlich von der Regierung geändert werden könnten. Sie sind nicht gesetzlich festgeschrieben. Und wenn dann immer so toll über Selbstverpflichtungen gesprochen wird, also ich habe das noch nie erlebt, dass eine Selbstverpflichtung eingehalten wurde. Und ich möchte Sie auch noch mal erinnern, die Selbstverpflichtung 2005 wurde ja auf -25% Reduktion wurde auch nicht erfüllt. Warum brauchen wir dieses Gesetz? Abweichungen bleiben folgenlos. Zwischenziele müssen überprüfbar werden. Und wir müssen dann früh genug, wenn es nicht funktioniert, die Notbremse ziehen können. Das halte ich für dringend notwendig. Darin sind wir uns einig. Jetzt zum Ansatz der Linken, und da zeige ich auch einige Differenzen auf. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen hat Konzepte dargestellt. Wenn jeder Mensch auf der Welt die gleichen Rechte auf Emissionen hätte, wirklich jeder gleich, dann hätte Deutschland bei gleichbleibenden Emissionen ab 2010 in zehn Jahren ihr klimaverträgliches Budget verbraucht und in der EU in zwei Jahre später, also bei diesem pro Kopf. Das heißt, wir, die Industrieländer, brauchen ambitionierte Sparziele und wir, die Linken, sagen, wir müssen dem globalen Süden entschädigen, wenn wir über unserem Budget bleiben, das bleiben wir ja, und die Entwicklungsländer darunter. Das ist auch der Grund, weshalb die Linke in ihrem Entwurf für das Klimaschutzgesetz Transfergelder an Entwicklungsländer vorschreibt. Denn unsere nationalen Einsparziele sind ja nur dann gerecht, wenn die ärmeren Länder den Deal akzeptieren. Und das kostet Geld. Wie wichtig das ist, zeigt das Trauerspiel um das ITT Yasuni-Projekt in Ecuador. Der Plan: keine Zerstörung des Regenwalds in der Region und kein Abbau von Erdöl, dafür Ausgleich der Industriestaaten. Übersetzt heißt das, der Norden bezahlt einem armen lateinamerikanischen Land für einen Teil der Exportverluste. Er bezahlt zugleich für den Schutz von Klima und Biodiversität, also Artenschutz. Alle Fraktionen waren in der letzten Legislatur dafür, haben das unterstützt, Signale gesetzt. Auch noch letzte Woche beim Besuch der ecuadorianischen Umweltministerin. Aber der Entwicklungsminister, Herr Niebel, will die Gelder streichen. Die Umweltministerin wurde nicht mal von Herrn Niebel empfangen, sondern nur von einem Abteilungsleiter des BMZ. Finde ich einfach schäbig. Und jetzt, genau so organisiert man auf internationale Ebenen Blockaden zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Das ist ein Beispiel dafür. Und das ist der Weg, wie internationale Klimaverhandlungen gegen die Wand gefahren werden. Und ich warne davor. Natürlich haben wir auch die Pflicht, zu Hause ambitionierte Einsparziele zu erreichen. Und ich denke, da ist eine Menge Luft. Da können wir sehr, sehr viel tun. Denn die Frage ist ja, ist wirklich 40% bis 2020 für Deutschland angemessen? Und es gilt auch für das magere EU-Ziel von 20%. Krisenbedingt ist der Ausstieg, der Ausstoß von CO2 gesunken. Die Zahl ist fast -30% in Deutschland. Bei der EU liegen wir bei -17%. Das heißt,
Der Anteil regenerativer Energien wächst noch schneller, und das wollen wir ja auch, noch schneller als wir erwarten. Und die EU sagt dazu, ein anspruchsvolleres Ziel, die Kosten liegen dafür niedriger als vor der Krise errechnet. Und deshalb sagen wir, wir brauchen dieses Ziel, Deutschland, wir sollten über 50% reden, und Herr Jung sagt ja auch, EU 30%, also da denke ich, können wir uns relativ schnell einig werden. Jetzt zum SPD-Antrag nochmal. Hier steht, die Emissionsminderung soll im Inland stattfinden. CDM und GI, das sind also technologische Erneuerungen in anderen Ländern, für die gibt es dann Zertifikate, seien zur Ergänzung. Jetzt würde ich gerne wissen, was heißt das? Was meint ihr damit? Denn es hat eine starke Auswirkung auf die Erfüllung der Minderungsziele. Deshalb meinen wir, da dürfen sie nicht unklar bleiben. Deutsche Unternehmen können sich ja von nationalem Klimaschutz freikaufen, wenn sie CO2-Gutschriften aus dem Ausland vorweisen. Das ist inzwischen bekannt. Das ging auch in Ordnung, wenn dahinter tatsächlich Klimaschutz steht. Und ich denke, das meinen Sie ja auch. Aber die Hälfte der Zertifikate sind heiße Luft. Und das weicht den Klimaschutz hier im Land auf. Das ARD-Magazin Monitor hat über HFC-23-Projekte berichtet. Das sind Abfallprodukte aus der Kältemittelherstellung. Damit wird getrickst. Die werden auf Halde produziert, damit der Klimakiller dann als Nebenprodukt wieder vernichtet wird. Und da gibt es Zertifikate. Ja, und dafür gibt es eben diese Emissionszertifikate. 19 Chemiefirmen auf der Welt, meist in China und Indien, mit Investoren aus Europa und Japan, arbeiten daran. Aus diesen wenigen Anlagen stammt eigentlich unglaublich, und ich nenne jetzt nochmal die Zahl, die Hälfte aller weltweit gehandelten Zertifikate. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns da nochmal intensiv darüber reden, was wir wirklich wollen, denn so hat das keinen Sinn. Zum Schluss. Wir haben im Umweltausschuss über Peak Oil gesprochen. Wir haben dabei darüber gesprochen, was das für Auswirkungen haben wird. Das müssen wir weiter tun. In der letzten Debatte vorher haben wir gerade gehört, es ist wieder ein Soldat in Afghanistan gestorben. Und ich meine, wir sollten darüber diskutieren, regenerative Energien bringen Frieden. Kriege werden um Öl, um Ressourcen geführt. Und es gab einen Bundespräsident, der ist dafür zurückgetreten. Aus wirtschaftlichen Gründen werden Kriege geführt, das hat er einfach gesagt, auch wenn Sie das leugnen. Und auch aus diesem Grund müssen wir mehr Klimaschutz betreiben. Die Gelder für die Kriege könnten auch da gut investiert werden.